Jossen, der dort oben mit zwei 360s und dem Backflip. Jakob Ernst derzeit auf Platz 2 und jetzt aus dem Startgate mit Nummer 27 Max Zimmermann aus Deutschland. So, Max Zimmermann geht hier mit sehr, sehr viel Speed raus und auch er fährt in Richtung des Backflip-Felsens, hat ein bisschen mehr Schwung. Jawohl, ein schöner Shifty und jetzt kommen wir zur zweiten sehr, sehr beliebten Lip. Auch ein Backflip von ihm, jawohl! Max Zimmermann, ich habe nicht zu viel versprochen. Der junge Herr ist da mit dem zweiten Sprung und einem richtig riesigen Backflip schon bereits ganz, ganz vorn dabei. Ja, es ist so schwierig in dem Gelände diese Backflips anzusetzen, weil du kommst zum ersten Mal in diesem Leben zu diesem Felsen und dieser Windlippe. Du weißt nicht genau, wie steil ist der Absprung, wie steil ist die Landung, wie weit springe. Es ist eigentlich eine ständige Improvisation. Du musst in der Luft, wenn du Kopf über bist, überlegen, wow, muss ich die Rotation noch beschleunigen oder verlangsamen? Das ist so viel, was gleichzeitig passiert. Das ist, kann man gar nicht hochbewerten. Und jetzt ja, ein massiver Drop auf die Rampe. Wow. Dieser junge Herr, der zeigt auf jeden Fall auf und sagt, hallo, hier bin ich. Schaut auf meinen Run mit zwei Drops, ein riesiger Drop, ein Backflip und jetzt ziemlich flüssig unten raus. Flo, kannst du den für dich im Kopf irgendwo einreihen? Hui, das tut immer so schwer, weil wir immer zwischen der Snowboard und der Skifahrer hin und her wechseln. Außerdem meistens, wenn wir in der Vergangenheit ein Ranking erstellt haben, dann war es genau andersrum. Also ja, halte ich mich lieber raus. Aber ich freue mich für ihn, dass es so aufgegangen ist. Vor allem, dass es so clean war, weil der Jump war echt, der Straighter war groß, der Backflip war groß und bei beiden hat er kaum die Hand im Schnee gehabt. Also das musste erst so reinzaubern. Genau. Und jetzt heißt es, die letzten Schwünge bis nach unten für den jungen Herrn Zimmermann. Und jawohl, unten gibt es noch einen Spread Eagle. Man sieht, der hat eine Freude. Der kann gar nicht aufhören. Der wird wahrscheinlich auch durchs Ziel durchfahren und noch weiterfahren. Jetzt geht die Hand nach oben. Dem taugt es hier richtig. Das sind schöne Bilder. Das sind Bilder, die wir sehen wollen. Nach so einer langen, contestfreien Zeit. Und dann gibt es gleich die Faust von den Kollegen. Jawohl. Das ist schön hier in Kappel. Endlich wieder Freeride-Action. Endlich wieder Freeride-Party sozusagen. Die Quellspitze hinunter. Und auch wenn keine Zuschauer hier erlaubt sind, wir jubeln in der Kabine, Flo. Und wir haben hier richtig Spaß. Ich würde gar nicht mehr sitzen, wenn ich in der Büstenraupe einen Stehplatz hätte. Ja, wir können da nicht aufstehen. Dann stoßen wir oben an. Früher